In Deutschland kämpfen zurzeit 16 mittelständische Unternehmer um den Titel Mutmacher der Nation. Eine Aktion unter der Schirmherrschaft von Niedersachsens Ministerpräsident Wulff. Obwohl sie alle anfangs weder Geld noch Ahnung von Geschäften hatten, trauten sie sich, eine Firma zu gründen. Und das mit Erfolg. Einige dieser mutigen Menschen wollen wir Ihnen ab heute vorstellen und beginnen mit einem Mann, der nach einem schweren Schicksalsschlag sein Leben völlig umkrempeln musste. Daniela Stolze hat ihn besucht. Rolf Kuhlmann, 45 Jahre alt, gelernter Dachdecker. Bei einem Motorradunfall bricht er sich den fünften Halswirbel. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Es geht einem der Lebensfarben ein wenig verloren. Das heißt, all die Dinge, die man sich für seine Zukunft ausgemalt hat, sind auf einmal Schall und Rauch. Doch Kuhlmann ist keiner, der aufgibt. Als er lernen musste, wie schwer es ist, einen Rollstuhl zu lenken, hatte er die perfekte Idee. Er entwickelte den Speedy, eine Art Fahrrad für Rollstühle, das per Hand betrieben wird und das Lenken erheblich erleichtert. Eine Erfahrung, die auch für Nichtgelähmte wie mich sehr eindrucksvoll ist. Oh, ja, da merke ich schon, es ist schwer. Schwer, den Rollstuhl in der Spur zu halten, vor allem wenn die Straße ein Gefälle hat und ein Stück bergab geht. Nächster Versuch diesmal mit Kuhlmanns Erfindung. Und tatsächlich, es ist kein Vergleich zu vorher. Mit dem Speedy fährt es sich viel leichter und auch noch viel schneller. Doch der Anfang vor 14 Jahren hier auf Kuhlmanns Grundstück war schwer. Wir haben einen Kreditrahmen von 5000 D-Mark gehabt, haben den voll ausschöpfen können. Da haben wir ein Jahr im Carport produziert, was natürlich mit sehr vielen Widrigkeiten verbunden war. Die Nachfrage wächst. Kuhlmann zieht auf das 2000 Quadratmeter große Fabrikgelände um. Hier im nordrhein-westfälischen Delbrück produziert sein Team heute einen Jahresumsatz von 3,5 Millionen Euro. Man kann klein anfangen und man kann nach und nach aufbauen. Und das ist eine Sache, die ich den Menschen mitgeben möchte.